Hi, ich bin Chair Walker von Mall to Metal und heute geht es um Terroir, Terroir, Terroir. Das heißt, ich bin bei Waterford in Irland. Hier sind die Dinger aus Slánchán und hoch die Hölle. Servus Malzrocker, es ist Donnerstag, ihr habt es wieder irgendwie in mein gemälztes Vorstadtkino geschafft. Freut mich sehr. Donnerstag heißt für euch so ein bisschen, alles ist möglich. Das heißt, gegebenenfalls reiße ich irgendwelche Samples auf, irgendwelche Flaschen, die es schon lange nicht mehr gibt, wie auch immer. Und alles ist möglich heißt eben auch, dass ich vielleicht heute mal so ein bisschen meine Meinung kundtue, die auf gefährlichem Halbwissen beruht. Ich meine, es ist halt so, ja. Wir haben in den, sagen wir mal, in den seltensten Fällen wirklich, sagen wir mal, die Zeit oder die Möglichkeit, alle verfügbaren Informationen zu sammeln, zu verarbeiten, objektiv zu bewerten. Naja, und trotzdem haben wir halt eine Meinung. Ja, das geht mir so, geht euch so, geht eigentlich jedem so. Und ich glaube, das ist auch okay, solange man sich halt bewusst ist, dass diese eigene Ansicht dann eben nur eine von vielen möglichen ist. Und heute habe ich zwei Samples von der Waterford Distillerie dabei und ich warne vor, ich befürchte, ich werde mir an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen bösartigen Sarkasmus nicht verkneifen können. Wer immer also wirklich riesen Waterford-Fan ist und sich dadurch, sagen wir mal, gegebenenfalls tödlich beleidigt fühlt, der soll sagen, weißt du was, Jochen? Sag mal, meistens finde ich dich ja ganz okay, aber heute kannst du mich mal, schaue ich beim nächsten Mal wieder rein. Das ist okay. Waterford. Terroir, Terroir, Terroir. Ja. Ist eine junge irische Destillerie und die haben sich eben bei der Whiskyherstellung so ein bisschen an der Weinherstellung orientiert und einer meiner besten Kumpels selbst ist Winzer, also im Weingut in der vierten Generation. Und ja, da kommt es halt wirklich auf diese Lagen an. Ne? Und bei Waterford ist es halt eben so, dass sie sich entschieden haben, sogenannte Single Farm Origin Whiskys abzufüllen. Das heißt, es wird mit sehr, sehr viel Aufwand darauf geachtet, dass wirklich in jeder Flasche wirklich auch nur die Gerste von einer einzelnen Farm verwendet wird, um eben so ein bisschen dieses Terroir der Region entsprechend einzufangen. Ja, und eben von dieser Waterford Destillerie habe ich halt eben jetzt mal zwei Samples hier stehen. Die Destillerie selbst wurde von Marc Renier aufgebaut. Eins vorweg, ich bin echt ein riesengroßen, also echt ein Fan von dem Marc Renier und habe auch riesen Respekt, weil wir alle wissen, wie er sozusagen Bruichladdich ja wieder auf Spur gebracht hat, groß gemacht hat, zusammen eben mit einer anderen Ikone, mit dem Jim McEwan, wo ich jetzt auch schon mehrfach die Gelegenheit hatte und die große Ehre, ihn auch zu treffen. Und dieser Marc Renier, der kommt eben originär aus der aus der Weinindustrie, Entschuldigung, aus der Weinindustrie. Und er ist halt vor allem eins, ein ganz cleverer Geschäftsmann. Und ein verdammt guter Storyteller. Das meine ich durchaus positiv, vor allem wenn dadurch eben auch Arbeitsplätze geschaffen werden oder Arbeitsplätze gesichert werden, wie eben zum Beispiel in Bruichladdich oder auf Eiler. Er schafft sich mit dem ganzen Thema Terroir also zunächst mal ja, ein ziemlich cleveres USP, also so ein Unique Selling Proposition, also einfach ein Alleinstellungsmerkmal. Auch das ist soweit noch okay. Nur was ich nicht so ganz verstehe, da hakt es bei mir im Moment noch so ein bisschen, ist, wenn wirklich das Terroir, ne, also die Bodenzusammensetzung, die genaue geografische Lage der Farm, also die Farmen, die liegen zum Teil nur wenige Kilometer auseinander, das stark unterschiedliche Mikroklima, wenn das wirklich so entscheidend ist für den Geschmack, und zwar noch entscheidender als eben die Gerstensorte, Mineralstoffgehalt des Wassers, die verwendete Hefe. Und wenn wirklich nach dem ganzen Prozess mit dem Melzen,
mit dem Fermentieren, wo die Hefe dann eben auch mit einer unterschiedlichen Fermentationsdauer ihren Einfluss sozusagen hinterlässt. Und dann wirklich auch nach dem Destillieren mit der Pot-Still-Form, der Brenntemperatur und der Dauer der, sagen wir mal, des Vorgangs, wenn da am Ende noch so viel Terroir übrig ist, dass ich das schmecken kann und wirklich runterpinnen kann auf den einzelnen Geschmack, warum packe ich das Ganze dann noch in eine wilde Kombination aus unterschiedlichsten Fässern? First Fill Bourbon, Virgin Oak und Fässer, in denen vorher, keine Ahnung, was weiß ich, für ein aufgespritteter, süßer französischer Wein drin war. Aber vielleicht habe ich da irgendwie einen Denkfehler, ich verstehe es einfach nur nicht. However, ich würde sagen, jetzt vergessen wir mal das Ganze, ob man jetzt an das Terroir glaubt oder auch nicht oder wie auch immer. Schauen wir mal uns die zwei Dinger da an. Hier links haben wir eben den, wie gesagt, den Banno Island 1.1. Und rechts dann eben den Ballykilcaven 1.1. So, der Banno Island 1.1, der hat eben die Gerstensorte Ouvertüre, also der linke hier, und der rechte, wobei Links-Rechts-Schwäche hatte ich schon mal vor der Karte, also der hier, der hat eben die Gerstensorte Ouvertüre. Und der außen dann eben, der Ballykilcaven 1.1 hat die Gerstensorte Taberna. Und da fängt es halt schon mal an. Ne? Also habe jetzt keine Ahnung, welchen Einfluss diese Gerstensorten jetzt wirklich auf den Geschmack haben, aber sie unterscheiden sich eben schon mal. Und dann geht es an die Fässer. Und da ist eben beim Banno Island 35% First Fill Bourbon drin, 20% Virgin American Oak, dann 20% French Oak und dann 20% eben nochmal von diesem Vin du Naturel, VDN-Wein, aufgespritteter Süßwein. Das kann alles Mögliche sein. Riff Salty, was Riff Salt ist, was auch immer. Dann haben wir eben den Ballykilcaven. Bei dem ist es so, dass 45% aus dem First Fill Bourbon Fass kommen und 37% aus französischen Rotwein-Barrique-Fässern und 18% aus VDN-Fässern, also 37% Rotweinfässer. Also es ist schon, da ist schon auch der nächste Unterschied. Also ich habe da einfach mal so meine Bedenken, ob ich da jetzt wirklich sagen kann, das ist Terroir und das ist Terroir bei so vielen unterschiedlichen Einflüssen. However, rechts, das ist glaube ich der, nein, Entschuldigung, ich fange mal mit dem Banno Island an. Ja, also das ist ein relativ, ja, relativ fast schon typischer junger Whisky. Also im ersten Moment sehr, sehr frisch, sehr angenehm. Birne, Äpfel, diese Thematik. Du hast relativ viel Getreide im Vordergrund. Bisschen Shortbread vielleicht, ne? So ein bisschen was Erdiges, ein bisschen was Hefiges auch ein Stück weit noch. Und der Wein, würde ich mal sagen, ja, doch, vielleicht mit so ein paar Rosinen oder so, ja. Aber grundsätzlich eher wirklich so ein bisschen auf der New Make, also auf der Spirit-Seite, denn bei den Fässern. Schön frisch, schön angenehm, passt. So, dann gucken wir uns mal den Ballykilcaven an. Oh, okay. Ganz andere Nase. Aber ich behaupte jetzt mal, das hat jetzt nichts mit Terroir zu tun. Das kommt einfach von diesen Rotweinfässern. Das ist nämlich eine ziemlich prominente, aufgesetzte, dunkle, so eine dunkle Rotweinnote ein Stück weit. Dunkleren Früchten auch.
durchaus auch so ein bisschen in der Richtung Bleistiftabrieb, bisschen modrige Kellernoten. Angenehm eigentlich, aber irgendwie cool. Also also die Nase, muss ich sagen, finde ich richtig, richtig klasse. So ein bisschen Zimt. Und vom New Make, also so diese Apfel-Birnen-Thematik, also vom, sagen wir mal, vom ursprünglichen Spirit wie bei dem anderen, habe ich jetzt gar nicht so viel. Vielleicht so ein bisschen Sauerteig oder so. Okay, ich würde jetzt aus dem Grund eigentlich auch mal mit dem hier anfangen, weil der mir jetzt doch ein bisschen, sagen wir mal, leichter, fruchtiger vorkam, also mit dem Banno Island 1.1. Oh ja, durchaus spicy schon ganz ordentlich. Aber jetzt fangen wir mal von vorne an. Also im ersten Moment wirklich schön ölig, schön süß. Birnen, Äpfel, diese Thematik hast du drin. Ich finde die Weinnote am Gaumen ein bisschen präsenter. Aber alles noch so ein bisschen in helle Rosinen-Thematik. Und dann hinten raus, ja, gibt es schon so einen ordentlichen. So ein bisschen Gewürznoten, das kann auch durchaus ein bisschen in der Richtung sein. Muskatnuss, ja, so also ein bisschen Kartoffelbrei mit zu viel Muskatnuss. Aber lecker, wirklich, also kann man nichts sagen, passt schon. Jetzt eben der Ballykill Cavan 1.1. Ja. Hier ist diese ganze Weinthematik viel, viel präsenter. Sehr schön, aber schöne Nase. Also ich finde ihn schon weinig. Also ich muss schon sagen, diese Rotweinnote habe ich schon. Auch im Mund. Stört mich nicht. Ist nicht das Problem. Gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ich finde, es passt auch sehr gut. Nur das hat halt mit Terroir überhaupt nichts zu tun, gell? Also wenn ich da halt so eine präsente Rotweinnote drauf habe, good luck, ob ich dann noch die Windrichtung von der Farm oder die Sonnenstunden, weil die eine 6,5 und die andere 7,2 Sonnenstunden im Schnitt pro Tag rausgehört hat oder abgekriegt hat. Also hier habe ich eine schöne Rotweinnote. Ah, jetzt habe ich ganz vergessen, was ich sagen wollte vor lauter Sarkasmus. Na, ist lecker, also wirklich ist lecker, hat so eine Sauerteignote. Du hast schon schön ein bisschen dunkle Früchte, lass mich gerade nochmal ganz kurz nachlegen. So eine leichte Bitterkeit. Genau. So ein bisschen, du hast ein bisschen Bleistiftabrieb, den hast du, finde ich, auch ein bisschen im Mund. Du hast eine schöne, schöne Würzigkeit und schon eine relativ, also hier ist auch die Eiche viel, viel präsenter als bei dem Banno Island 1.1. Also relativ Bitterkeit im Abgang. Ist jetzt noch nicht wahnsinnig störend, um Gottes Willen, ja. Also ist jetzt nicht, dass ich sage, boah, völlig übertrieben, aber man merkt es schon. Ja, ist okay. Also Fazit, sagen wir es mal so, ich bin durchaus positiv überrascht. Ja? Also ich bin ja schon ein bisschen skeptisch an die ganze Geschichte rangegangen, einfach wegen diesem ganzen Terroir-Hype. Es ist leckerer Stoff, gibt es gar junger, leckerer Stoff, das merkt man schon. Beide merkt man, dass sie nicht wahnsinnig alt sind. Und mei, ich verstehe das auch, ja, so ein bisschen USP brauchst du halt, ja. Du kannst nicht einfach nur sagen, schau mal her, ich habe hier eigentlich ganz guten jungen Stoff, probier mal, ne? Du hast da die Lindors Abbeys dieser Welt, du hast die Annandales dieser Welt, alle haben so ein bisschen ihre Story. Mei, und der Marc Renier hat halt eben seine Terroir-Story. Schmecke ich hier Terroir raus? Nein.
Ja, also ich für mich nicht, weil ich sage, da ist so viel Wein und so viel Fasseinfluss, keine Ahnung, was da irgendwie die Windrichtung und das Mikroklima da jetzt irgendwie dazu beigetragen hat. Lecker Stöffchen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Heute habe ich mal ein bisschen einen rausgeballert. Danke, dass ihr da wart. See you next time.